Ein Tag wie dieser, als es passiert. Was ist passiert, Alex? Also das ist original 0 Uhr und was nochmal? 0:10, scheißegal. 0:15 am Dienstagabend zu Mittwochmorgen. Und hier ist ja gestern was passiert, worüber ich noch reden möchte. Und ich habe mir gedacht, mache ich erstmal den Olli wach und wir drehen mal kurz ein Statement zu dem, was gestern passiert ist hier. Es muss unbedingt nachts sein, weil Alex das Ganze so wach hält, dass er nicht schlafen kann. Muss ich das von der Seele reden? Mich, jetzt ohne Scheiß, ein bisschen Schiss habe ich schon jetzt im Straßenverkehr, ne? Deswegen habe ich ja dich mit hergeholt. Alleine sein ist scheiße. Also erstmal, ihr habt ja die Insta-Videos gesehen. So, meine Freunde, heute komme ich natürlich wieder ein bisschen zu spät auf Arbeit. Den Grund kann man hier ein bisschen sehen. War eine lustige Begegnung mit einem sehr cholerischen Autofahrer. Das ist ein Transporter. Es kann nämlich sein, dass er euch die Vorfahrt nimmt, ihr euch vom Auto abstoßt, kommt aus dem Auto und schlägt euch dafür. Auf jeden Fall, oh, lecker. Sehr interessante Angelegenheit. Ist halt auch geil, wie viele Leute hier beschäftigt sind, um mich zu verarzten. Nach diesen Insta-Videos, die ich da gepostet habe gestern, haben sehr viele Leute gefragt, was ist denn passiert? Alter, warum hattest du so eine blutige Fresse? Eigentlich hat niemand gefragt. Und darüber möchte ich jetzt einmal reden, was da genau passiert ist und warum jeder von euch ein bisschen im Straßenverkehr aufpassen sollte. Vor allem, wenn ihr etwas benachteiligt seid aufgrund von einem Fahrrad zum Beispiel. Warum zoomst du da auf mich? Hast du jetzt irgendwas Behindertes an mir gesucht oder was? Also ich war halt mit diesem Baby hier unterwegs, ne, mein Rennrad. Es war so, dass ich da vorne an dieser riesengroßen Kreuzung, also ich befand mich mit meinem Rad ungefähr richtig mau. Ich sag mal, ich hatte einen Abstand zum Bordstein ungefähr von dieser Breite und das ist nicht viel. Und wenn dann ein Transporter kommt von der anderen Seite und dich nicht sieht und du dann fast eingequetscht wirst, das kann passieren im Straßenverkehr, da muss man ja irgendwie auf sie aufmerksam machen. In dem Fall musste ich mir Gehör verschaffen und habe geschrien und gesagt, Alter, hier ist noch jemand. Aber er hat mich, glaube ich, nicht gesehen, ich will mal in Schutz nehmen. Ne? Ja, er hat auf jeden Fall nicht drauf gehört und im Endeffekt habe ich dann mit meiner flachen Hand gegen die Autotür des Transporterfahrers geknallt, damit er vielleicht auf mich aufmerksam wird. Dem war nicht der Fall, beziehungsweise dachte ich das und bin hier die Straße weiter nach oben gefahren. Und dann war alles irgendwie ein bisschen komisch und ging ganz schnell. Das ist jetzt ein komischer Spruch, das war aber tatsächlich so. Und dann fahre ich hier halt so hoch und höre genau hinter mir Reifen quietschen und hupen. Und das hört man trotz Kopfhörer und lauter Mucke. Ich gebe es zu, die war ein bisschen zu laut. Naja, und dann habe ich mich umgedreht und sehe diesen Typen mit seinem Kollegen da im Transporter ziemlich sauer. Bin ich halt angehalten vor denen und halt diesen gemacht. Was ist denn los? Alles okay? Ich wollte nur sagen, dass ich halt da bin. Ne? Also der hat mich ja fast eingequetscht, aber keine Ursache, Dicker. Ja, in dem Moment, wo ich halt sehe, dass sie hinter mir stehen bleiben und nichts machen, nachdem ich diesen gemacht habe, drehe ich mich wieder nach vorne, will weiterfahren. Auf einmal höre ich nur einen von hinten, komm her, du Baujahr wie meine Mutter, 71, 72er Baujahr ist der, glaube ich, der Typ, kam halt aus dem Auto raus und hat halt direkt ausgeholt. Ne? Im Endeffekt war es dann so, dass ich sehr lautstark gesagt hat, was er denn eigentlich für ein dummer Hund. Er hat sich dann natürlich auch weiter aufgeschaukelt und fängt an, mich am Kragen packen und alles. Alles, wie gesagt, kein Ding, wenn man sich beleidigt auf der Straße, weil der eine keinen Grips hat beim Autofahren, das passiert halt manchmal. Ja, kann mich auch nicht gesehen haben, ich nehme den da ein bisschen in Schutz, aber es kann nicht sein, dass man dann aus dem Auto aussteigt und jemanden, dass man da gewalttätig wird. Ich meine, was ist denn das für ein Mann? Der ist doppelt so alt wie ich und holt aus, anstatt da irgendwas mit Worten zu klären. So. Ich bin super, super froh, dass ich, der eigentlich sonst immer in solchen überprovokanten und testosterongeladenen Situationen Scheiße gebaut hat, bin ich echt froh, dass es nicht so war. Normalerweise
wäre ich wahrscheinlich kurz davor gewesen, das Fahrrad zu nehmen und den irgendwie mit dem Fahrrad zu schlagen. Was dumm hätte ausgehen können, weil da waren nämlich Zeugen in der Nähe zum Glück. Auf derselben Höhe hier. Und das hätte dann wahrscheinlich so ausgesehen wie eine Prügelei. Und dann wäre ich wahrscheinlich genauso am Arsch gewesen wie er. Egal. In dem Moment habe ich halt gemerkt, dass meine Nase läuft und das war halt Blut. Ne? Und das hat nicht mehr aufgehört. Und dann war ich mit meiner Nase beschäftigt. Ja, die sieht jetzt ein bisschen krumm aus, habe ich das Gefühl. Ist okay. Ich glaube, man sieht's. Oh, der Güte. Und das Geilste ist auch noch das hier. Ich dachte eigentlich, dass er nur meinen Kopf und meine Nase erwischt hat, aber tatsächlich auch mein Auge erwischt. Ey, das ist so ekelhaft. Das ist ein richtig blaues Knetschauge, ey. Also wenn ihr denkt, ich zwinkere euch die ganze Zeit zu, nein, ich bin nicht Captain Hook, der sieht so aus, weil der mir eine drauf gegeben hat. Zum Glück sind hier, wir sind ja vor diesem Haus hier, da oben sind sehr nette Anwohner gewesen, die rausgerufen haben, sollen wir die Polizei rufen. Ich war so mit dem beschäftigt, du musst aufpassen, dass der mir noch eine verpasst, dieser kleine Choleriker, dass sie halt die Polizei für mich gerufen haben und Zebra-Rollen gebracht haben. Im Endeffekt war ich da sehr froh drüber, muss ich sagen. Und die Zeugen sind auch geblieben und haben gesagt, wir bezeugen, was hier bei. Sie wussten ja nicht, was an der Ecke passiert ist, ne, an der Straßenecke. Ob der mir wirklich die Vorfahrt genommen hat oder nicht, das ist ja auch Boogie. Egal, was da passiert ist, ich meine, das ist kein Grund, irgendwie da handgreiflich zu werden, oder? Wie siehst du das? Schreibt in die Kommentare. Gerade für jemanden, der halt so alt ist wie meine Mutter, ja, der ist 46, 47 oder sowas. Nee, 45. Ich denke, das ist keine Art irgendwie. Naja, im Endeffekt war es sehr traurig, dass er dann irgendwann, während er sich da noch weiter hochschaukelte, gesagt hat, deswegen hassen wir euch Deutsche. Und das fand ich sehr witzig, weil ich mich zusammenreißen musste, nicht zu sagen... Ich sehe doch gar nicht aus wie ein Deutscher. Was bist du? Du bist ein englisches Arschloch manchmal, ja. Keine Betroffenheit, wie du alle grüßt. Oh. Der grüßt ja alle, die hier vorbeikommen, als ob. Ja, wir dürfen hier drehen, alles gut. Ja, im Endeffekt lag es mir auf den Lippen zu sagen, wegen solchen asozialen Schweinen wie dir, weil der kam von irgendwo, ich würde sagen, irgendein Südländer, keine Ahnung, ist mir ja auch Boogie, ich mache da ja keine Unterschiede. Mir lag halt auf den Lippen zu sagen, so wegen solchen Pissern wie dir sind Ausländer, die es wirklich ernst meinen und die wirklich lieb sind und motiviert, irgendwas aus ihrem Leben und hier in Deutschland zu machen, sind die im Verruf, ne? Wegen solchen kleinen Strichern wie diesen Lutscher. Der, weiß nicht. Piep. Piep. Ein paar Pieps sind da, glaube ich, gar nicht mehr so schlecht. Hast du ja ihn eigentlich angezeigt? War da was? Ja, die Polizei hat dann gesagt, holen Sie mal lieber einen Krankenwagen, wenn die Nase gebrochen ist oder gerichtet werden muss, dann sollte man das gleich machen. Was hat das jetzt für einen Sinn? Was willst du denn hin, Junge? Ja, und dann kam der Krankenwagen, hat die Nase abgetastet und gemeint, naja, gehen Sie mal lieber ins Krankenhaus zum Röntgen. Und dann bin ich halt zum Röntgen gefahren. Rauskam, multiple Prellungen, zum Glück kein Bruch, nichts richtig Schlimmes. Aber was ich halt doof fand, ist, dass mein Fahrrad durch den Sturz, weil er ja auf mich eingeschlagen hat und das Fahrrad nicht natürlich einfach losgelassen habe, hier eine richtig schöne Delle jetzt hat. Und so eine Delle im Oberrohr, das kann bei so einem 2000-Euro-Fahrrad schon ziemlich teuer sein. Natürlich sehe ich nicht davon ab, dass als Sachbeschädigung in Betracht zu ziehen und das Geld mir zurückzuholen. Ne? Lange Rede, kurze. Schwanz. Aber ja, im Endeffekt war das dann alles ziemlich nervenaufreibend. Und ja, ich gehe nochmal aufs Mimimi-Thema ein. Ich saß tatsächlich 6 Stunden im Krankenhaus und musste warten. Und das hat mich richtig angekotzt. Und wenn man hungrig, müde und verletzt ist, dann ist das schon bitter. Ja. Ihn erwartet jetzt eine Anzeige wegen Körperverletzung oder ja, hat jetzt eine Anzeige wegen Körperverletzung. Meinen Anwalt habe ich auch informiert. Der wird sich jetzt um Schadenersatz kümmern. Weißt du, was auch manchmal hilft? Reden hat nicht geholfen. Eine Umarmung von Freunden. Umarmung, während der einen Spieler auspackt oder was? Oh Gott, bist du süß. Lasst euch nicht alles gefallen und passt ein bisschen auf, weil sowas kann auch mal schlimmer ausgehen. In meinem Fall ist es relativ glimpflich ausgegangen, auch wenn das jetzt ein riesen Rattenschwanz nach sich zieht und ein riesen Verfahren wird, aber ja, ich glaube, das muss man sich auf sich beruhen lassen. So. Ich glaube, der kann auch mal aufwachen, als erwachsener Mann so eine Scheiße zu machen. Ey. Olli, hast du Fahrrad für mich? Ich muss echt sagen, ich habe jetzt ein bisschen Respekt so. Und ich bin noch mit der Straßenbahn heute gefahren. Ich ein Rad für dich habe. Schieb das Rad, glaube ich, auch heute nach Hause. Ich habe irgendwie so ein bisschen Bammel jetzt. Wenn ihr mehr von solchen traurigen Lebensgeschichten hören wollt, wenn ihr wissen wollt,
was in Alex seinem Leben noch so Spannendes geschieht. Digga, jetzt lache ich, ne? Shit. Jetzt lache ich, weil du da bist, weil das dann einen lustigen Unterton hat. Aber eigentlich fühle ich mich echt scheiße mit dieser Story. Okay. Da hätte alles passieren können. Der Typ hätte... Du kannst ja nochmal filmen, dann filmt jemand anders oder du filmst selbst, dann ist es natürlich ein bisschen melancholischer und trauriger. Nee, darum geht's ja nicht. Kannst du es mit ein bisschen Klaviermusik unterlegen und dann passt das dann. Wie der gleich übertreibt, ey. Tut mir leid. Wie der gleich übertreibt.